Was wird uns da erwarten ab Mitte Mai, wenn die Zahlen weiter in einem guten Bereich bleiben? Ja, also es ist ja so, es hat vergangene Woche am Donnerstag erstmals die Öffnungskommission getagt. Da war der Bundeskanzler dabei, der Vizekanzler von den Landeshauptleuten, der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und die Sozialpartnervertreter vom ÖGB, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, AK-Präsidentin Renate Anderl und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer und dann einzelne Fachminister noch, wie die Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Und dort wurde schon einmal sehr, sage ich einmal, klar die Richtung vorgegeben, wie es jetzt mit der Öffnung weitergehen soll. Das Ganze wurde jetzt über das Wochenende ausgearbeitet und wird, das hat mir der Bundeskanzler im Interview, das wir übrigens morgen auf OE24TV zeigen, bestätigt, dass das Ende nächster Woche, also voraussichtlich Donnerstag oder Freitag, dann ein detaillierter Plan der Öffnung präsentiert wird. Uns liegt dieser Plan bereits vor, den die Öffnungskommission, wie gesagt, in den letzten Tagen ausgearbeitet hat, der jetzt in der nächsten Woche noch einmal, sage ich mal, den Feinschliff bekommt. Und der sieht eben eine Öffnung am 17. Mai voraussichtlich vor. Das wäre der Montag nach Christi Himmelfahrt. Da soll öffnen eigentlich alle Branchen mehr oder weniger gleichzeitig mit strengen Sicherheitsvorkehrungen. Das betrifft einmal vor allem natürlich die Gastronomie und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die wird Indoor und Outdoor öffnen. Also nicht nur die Schanigärten, definitiv auch die Indoor-Gastronomie. Das haben mir mehrere Mitglieder der Öffnungskommission bestätigt. Allerdings, wie gesagt, mit strengen Regeln, maximal 2 Haushalte pro Tisch. Maskenpflicht beim Reingehen, wie wir es kennen, und eine Reintestpflicht, also sprich, man braucht ein negatives Testergebnis, das maximal 48 Stunden alt ist, um eben in der Gastronomie dann essen oder trinken zu dürfen. Gleichzeitig mit der Gastronomie wird auch der Tourismus, also sprich die Hotels öffnen, das war ja auch ein bisschen ein Streitthema, macht man das als Stufenplan oder lässt man die gleichzeitig öffnen, die werden gleichzeitig aufsperren, das heißt Hotels ebenfalls ab 17. Mai offen, was insofern für den Tourismus ein wichtiges Datum ist, weil wir dann in der Woche darauf, ich glaube es ist der 22. Mai, wenn ich es richtig im Kopf habe, Pfingsten haben, dieses berühmte Pfingstwochenende mit dem Pfingstmontag als Feiertag und vor allem die Hotellerie sagt, das ist natürlich ein extrem wichtiges Wochenende, da startet sozusagen der Sommertourismus an und da will man dann auch schon geöffnet haben, das wäre dann genau die Woche davor, also von der Vorbereitungszeit würde das sich mehr oder weniger genau ausgehen. Dort wird es auch Reintestpflicht geben, also sprich, man muss einen negativen Test herzeigen. Bei der Hotellerie wird dazu kommen, dass es dann im zweiten Schritt diesen grünen Pass geben wird. Also sobald es den grünen Pass gibt, brauche ich dann nicht zwingend das negative Testergebnis, denn wenn ich geimpft bin oder Corona schon hatte, wird das ja in meinem grünen Pass vermerkt. Der kommt dann aber erst ab Juni.